Hallöchen Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Wie geht eigentlich Musik? Nach geraumer Zeit ist es mal wieder soweit. Ich zeige euch, wie Musik geht. Ihr habt euch ja in den Kommentaren gewünscht, dass ich euch zeigen soll, wie Schlager geht. Und da habe ich am Anfang gedacht, habt ihr eigentlich vollkommen den Verstand verloren? Und dann so, ist doch gar nicht so eine blöde Idee. Und deswegen zeige ich euch jetzt tatsächlich, wie Schlager funktioniert und wie es so aufgebaut wird. Und da brauchen wir als erstes das Schlagzeug. Damit es nicht zu kompliziert wird, nehmen wir einfach aus dem Techno entlehnt auf jede Viertel einmal die Kick. Auf jeder Achtel eine Hi-Hat, mal geöffnet, mal geschlossen. Und auf jeder 2 und 4 wird geklatscht. Wir wollen ja keinen überfordern. Da wir diesen haben, kommen wir zu Schritt 2. Der Bass. Der Bass darf eigentlich nicht viel machen. Er sitzt quasi, er wohnt zwischen Kickdrum und Snare, also den Claps, und macht nur den Grundton immer. Und immer und immer und immer wieder. Was wäre eine Schlagerband ohne eine Gitarre? Die schön angecrunchte Gitarre schrappelt in Powerchord-Punkrock-Manier mit ein paar Akzenten hier und da über den über die Akkorde, die vorher vom Bass vorgegeben wurden. Raffiniert! Rhythmusgruppe steht, jetzt kommen wir erstmal zum Synthi. Synthi ist die Abkürzung für Synthesizer, das bedeutet, es ist eine synthetische Klangerzeugung mit einem Keyboard. Und das Keyboard bringt uns diese schöne Tube Schmalz, die so über dem Ganzen so ausgequetscht wird und oben drauf liegt wie eine schöne Schicht Fett. Auch hier greift man bis zum Ellbogen in den Techno-Trickkistensack. Ja, das heißt wirklich so. Und da holt man so einen schönen tranzigen technoigen Sound raus. Achtet mal drauf, wie scheiße der klingt. Ich vergeude mein Talent. Da wir nun alles schön zusammen haben, könnten wir theoretisch mit dem Gesang beginnen. Aber Schlager wäre ja nicht Schlager, wenn da dieser lustige kleine Kacksound noch dazukommt, der jetzt dazukommt. Oh, that sounds like Schlager to me. But now, the Gesang. Oh yeah. Der Gesang stammt meistens, wenn es nicht gerade Helene Fischer ist, von einem halbwegs gut aussehenden Sänger, der akzeptabel singt und allen über 40-Jährigen mit seinem Text aus der Seele spricht. Mats ab. Meine Kinder und meine Frau finden mich nicht cool. Und den gesamten Freundeskreis hau ich nicht vom Stuhl. Durch das Land und alle über 50 fressen mir aus der Hand. Mir wachsen Haare auf dem Rücken, ich bin mir sicher, da wohnt eine Laus. Doch zum Glück sieht jedes Kratzen wie ein cooler Tanzmove aus. Die Schlampen aus der ersten Reihe, die liegen wieder mit Wie geht eigentlich Musik für diese Woche? Heute Schlager! Falls ihr noch mehr Songvorschläge oder Stilrichtungen haben möchtet, postet eure Vorschläge in die Kommentare! Ansonsten könnt ihr mich da abonnieren. Da ist das letzte Video dieser Reihe. Ein sexiger Schmuse-Song. Sexy and smooth. Und da ist der letzte Loop. Gucken! Ein königlicher Befehl! Wo ist der königliche Befehl?
Auch hier greift man bis zum Ellbogen in den Techno-Trickkistensack. Ja. Ich habe hier falsche Artikel, ich wusste das irgendwie so. Oh Gott, ich... Das kann genauso sein. Das ist wirklich nicht lustig. Ich glaube, ich nehme den einfach so.